Was war das denn bitte schön für ein Wochenende? Erst hatten wir keinen Platz zum Schlafen, dann läuft unsere Toilette über, die Bremse sitzt fest und wir haben auch noch eine Schneeraupe als Weckdienst gehabt. In diesem Video wollen wir euch an unserem Horrortrip ins winterliche Willingen teilhaben lassen. Ja, aber natürlich wollen wir auch unsere Tipps und Erfahrungen an euch weitergeben, dass euch eben genau das nicht passiert, was uns passiert ist. Ja, insbesondere der Tipp mit der Toilette, der kann halt verhindern, dass euer Wohnmobil mal eben zum Aquarium wird. Und ja, also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und wir haben euch natürlich auch noch ein paar schöne Schneebilder mitgebracht, denn es ist ja nicht alles schief gelaufen. Ja, nur fast alles. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden-Video. Wir sind Udo und Christina und zusammen mit unserem Australian Shepherd Herrn Lehmann und unserem Wohnmobil Wohnhilde, lieb genannt, sind wir regelmäßig in Deutschland und Europa für euch unterwegs. Ja, was ist eigentlich passiert? Wir fangen mal ganz von vorne an. Dieser Trip nach ursprünglich Winterberg war ganz spontan geplant. So war der Plan. Genau, also wir hatten uns donnerstags überlegt, weil wir wollten natürlich auch Schnee haben und es hatte halt wirklich dann die Woche davor geschneit. Wir fahren nach Winterberg, genauer gesagt nach Neuastenberg auf einen Stellplatz, wo wir schon regelmäßig waren. Und Uso war auch sehr zuversichtlich, dass wir auch einen Platz bekommen, weil das beim letzten Mal gar kein Problem war. War auch. Genau, wir sind also spontan am Freitag relativ zeitig, ziemlich Punktlandung ich glaube, 13:30 Uhr. Ne? Ja, das ist ja doch für uns früh. Für uns früh losgefahren. Wir hatten keine Staus, die Autobahnen waren auch sehr frei, aber wir hörten in den Nachrichten schon. Ja, aber selbst im Sauerland hat man nicht viel Stau. Nee, obwohl, aber man hörte halt im Radio so, ja, Sauerland, da ist voll. Es überall voll, also ne. Hoffentlich habt ihr was reserviert. Ja, wir natürlich nicht, aber wir haben gedacht, das bezieht sich bestimmt auf die ganzen Hotelgäste und Ferienwohnungen. Naja, auf jeden Fall sind wir gut durchgekommen, in Neuastenberg angekommen und ja, da staute sich quasi schon alles Richtung Stellplatz. Da war gerade große Anreise und da bin ich mal eben schon rausgesprungen aus dem Womo und mal eben gefragt, nee, alles restlos ausgebucht. Also ich habe gefragt, ne, wir brauchen auch nicht viel Platz, wir nehmen eine kleine Ecke. Nee, also mit einem Bulli hätten wir noch einen Platz gekriegt, sagte die Dame, aber mit einem 7 Meter teilintegrierten auf jeden Fall keine Chance. Ja, haben wir dann so hingenommen, sind dann in Neuastenberg noch ein bisschen rumgegurkt auf so einen öffentlichen Parkplatz. Der gehörte aber wohl direkt zum Skibetrieb, also war so ein Skiparkplatz. Da standen auch schon zwei Wohnmobile. Ja, das ist ja eine Postwiese direkt gegenüber, das kleine Skigebiet. Und ja, Park for Night hat halt gesagt, da kann man theoretisch auch stehen, machen anscheinend auch wohl öfter welche. Du hattest ja mit dem einen Mann da noch gesprochen. Aber uns hat halt auch direkt dieser Parkwächter darauf hingewiesen, es kann halt sein, dass morgen früh 4-5 Uhr dieser Parkplatz geräumt wird, weil der dann einfach präpariert wird für die Autos. Und ja, hatten wir jetzt auch irgendwie beide keinen Bock drauf. Also haben wir gesagt, ach komm, ist ja noch früh. Wir fahren mal weiter, da wird es wohl noch irgendeine Möglichkeit geben. Nachhinein hätte ich gedacht, boah, wären wir da mal stehen geblieben und einfach Risiko gemacht. Vielleicht hätten wir uns viel anderes dann erspart. Ja gut, der Raupenweckdienst kam ja nachher dann auch. Ja. 18 Uhr, irgendwo zwischen Winterberg und Willingen. Wir sind auf Stellplatzsuche. Und wir versuchen jetzt unser Glück in Willingen. Da gibt es so ein paar Stellplätze. Ja, wir sind guter Dinge, dass da vielleicht noch eine kleine Lücke für uns ist. Drückt uns die Daumen. Auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren nach Willingen und haben da erstmal Stellplatz für Stellplatz abgeklappert. Und es war einfach so wahnsinnig voll. Also man konnte, eigentlich ist ja irgendwie am Lagunenbad ist ein Stellplatz, dann weiter zur Edelsberg-Seilbahn ist ja auch noch ein Stellplatz. Und es stand aber alles voll, selbst die Seitenstreifen. Man konnte gar nicht mehr erkennen, wo ein Stellplatz anfängt, der andere aufhört. Und dann hat man noch gelesen, dass an der Edelsberg-Seilbahn jetzt auch wieder stehen erlaubt ist über Nacht, dass da irgendwie Schilder entfernt wurden. Kostenlos. Und ja. Genau, da sind wir dann hingefahren und haben gedacht, ja, das ist ein riesiger Parkplatz, da kriegen wir wohl was. 5-6 Uhr, Skibetrieb ist ja vorbei, dann ist der Parkplatz wohl leer. Ja, Pustekuchen, war natürlich Nachtschill auch. Ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, was da los war. Wir waren aber auch schon auf dem Parkplatz dann im Endeffekt gefangen,
und sind dann da auch irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde drauf rumgeirrt, bis wir wieder den Parkplatz verlassen haben. Ja, weil da halt auch 100 Autos rumirrten, die noch irgendwo parken wollten. Plus irgendwie die Leute mit ihren Skiern, da musst du ja echt auch aufpassen, dass du da niemand überfährst. Und ja, war auf jeden Fall schon eine heikle Geschichte. Ganz vergessen, ich habe zwischenzeitlich auch noch in Winterberg, da war noch ein, zwei Campingplätze, da habe ich auch noch angerufen. Eine Frau die haben uns im Grunde auch nur ausgelacht. bei einem, da ist keiner rangegangen und ja, beim dritten, da habe ich wohl ein Freizeichen gehabt, aber wie gesagt, wir haben uns schon gedacht, okay, Campingplätze ist hat auch vielleicht keine gute Idee, aber so ein Stellplatz, den müsste man schon noch kriegen. Ja, dann sind wir halt zur Mühlenkopfschanze gefahren, das war unsere letzte Hoffnung und erstaunlicherweise stand da niemand, außer die Tribüne für Skispringen, da haben wir auch schon gedacht, puh, scheiße, keiner hier, Tribüne steht, wahrscheinlich ist hier... Ja, im Moment halt Campen generell verboten. Genau. Und da haben wir kurz den Wagen abgestellt auf dem Parkplatz. Ich bin dann reingegangen, habe gefragt, ne, wie sieht das aus, wo ist hier der Stellplatz? Und dann sagte die, ja, können Sie jetzt hier auf der linken Seite, bla bla, ist so okay, ne? Und ja, dann sind wir auch wieder runter. Ja, man muss jetzt dazu sagen, ich hatte eigentlich noch die Idee, weil es war mittlerweile, muss man dazu sagen, 8:15. Also wir waren um 5 Uhr eigentlich in Neu-Astenberg und haben 3:15 gebraucht, bis wir dann bei dieser Mühlenkopfschanze waren. Und dann hatte ich ja noch gedacht, boah, komm, oben, da ist ja dieses Restaurant, Aufwind, ne? Komm, sonst lass mal gucken, ob wir da mal eben was essen. Du bist ja dann auch nach oben gegangen, ja, ich bin unten geblieben, weil, ja. Ne, ja, war natürlich zu unserem Glück dann geschlossene Gesellschaft. Zu also unserem das, Glück ja, ja. Eigentlich. Also, man, ne? Also, ja, warum eigentlich? Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Auf jeden Fall sind wir dann erstmal da stehen geblieben und waren dann froh, dass wir schon mal einen Stellplatz für die Nacht hatten. Lange Rede, gar keinen Sinn. Als Tipp kann man so jetzt mal mitnehmen, wenn man an einem Winterwochenende ins Sauerland fahren will, dann macht schon Sinn, vorher zu reservieren oder vielleicht ein, zwei Tage vorher anzureisen, also dass man vielleicht am Mittwoch, Donnerstag schon hinfährt und ja, so dem Ganzen so ein bisschen entgehen kann. Wie gesagt, warum sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Normalerweise sind wir ja eher die, die nicht reservieren, die immer reservieren, weil, also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wem macht denn das Spaß, bitteschön? In der Situation, wir haben uns schon wieder angestänkert, wir sind ja gestresst durch die Gegend gegurkt, weil wir nicht wussten, wo wir hin sollten und wir hatten das ja schon mal bei dem Niederrhein-Video. Auch einfach drauf. Und dann haben ja die Leute unten in die Kommentare geschrieben, ja, das macht ja das Wohnmobil-Campen aus. Und so, dann denke ich mir so, ey, sorry Leute, aber das macht euch echt keinen Spaß. Also wenn euch das Spaß macht, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall als Tipp, ich würde da auf jeden Fall nicht mehr hinfahren ohne Reservierung oder halt dann auf jeden Fall einen Tag vorher. Naja, und als wir dann zum Wohnmobil zurückkommen, bahnte sich dann auch schon das nächste Drama an. Udo ist dann zurück ins Wohnmobil, wollte ja dann eigentlich umparken, weil wir hatten uns ja nur so provisorisch dann dahingestellt und ich habe dann irgendwie mitbekommen, dass der da rumgeirrt ist und dann auch irgendwie auf Toilette und keine Ahnung. Also irgendwie hat ewig gedauert, ich war draußen halt im Hund in der Kälte, war halt auch einmal irgendwie -5, -6 Grad, hatte jetzt auch nicht eine dicke Jacke an. Ja, dann habe ich irgendwann dann mal gebockt, ich so, was ist denn hier los, was dauert das alles so lange, ich bin ja auch der ungeduldige Mensch. Und dann Udo nur so, ja, wir haben jetzt hier gerade ein ganz anderes Problem. Ich so, was ist denn jetzt los, ne? Ja, Wasserschaden. Also so war, glaube ich, einfach nur kurz und knackig. Irgendwie die Toilette läuft über und ja. Und dann habe ich das auch schon gesehen, da lief dann wirklich schon Wasser quasi. Ja, da lief das Wasser schon nicht mehr. Da hatte ich das erstmal oben die Pumpe abgestellt. Aber wir hatten ja dann so einen kleinen Wasserfluss unter unserem Wohnmobil. Ja, da muss man auch sagen, da hatten wir wirklich doppelt Glück gehabt. Ja. Vielleicht erstmal, was passiert ist. Also wenn man auf die Toilette drückt, wir haben ja noch so eine Chemietoilette drin und wenn man auf diesen Drücker drückt, läuft ja halt Wasser zum Spülen. Und Hatten wir halt vorher benutzt, die Toilette, muss man halt auch noch genau, eben dazu sagen. Und die lief halt einfach durch. Also die Pumpe pumpte die ganze Zeit. Als ich zum Wohnmobil gegangen bin, Christina war ja noch ein bisschen abseits, hörte ich die Pumpe halt schon brummen. Und unten aus der Tür sah ich das Wasser rausfließen, also vom Wohnmobil. Und da habe ich schon gedacht, scheiße, nicht so gut. Mm-mm. Ja, und dann ist natürlich so, dass halt die Toilette irgendwann voll ist, dieser Behälter halt. Und dann läuft es oben drüber. Und wie gesagt, wir hatten jetzt doppelt Glück, dass wir halt nur kurz weg waren. Also, dass wir nicht essen gegangen sind oder am nächsten Tag halt irgendwie 4 Stunden wandern, weil dann wäre uns halt der ganze Tank ins Wohnmobil gelaufen. Und der andere Glücksfaktor war, dass wir rechts vorne nach unten standen, also dass das Wasser wirklich auf den kürzesten Weg zur Tür geflossen ist. Und da haben wir unten in diesem Tritt, da sind extra so Löcher im Boden, ich schätze mal irgendwie für Wasser, was man irgendwie an Schuhen hat oder so, dass das halt rauslaufen kann direkt. Da ist das halt auch durchgelaufen, glücklicherweise. Also wirklich den allerkürzesten Weg.
Wir haben jetzt auch schon gecheckt, jetzt die Temperaturen sind ja wieder ein bisschen milder, also da ist jetzt auch irgendwie kein Schaden oder so, dass da irgendwie was aufgegangen ist vom Furnier. Nee. Aber hätte natürlich ganz anders ausgehen können. Da wäre das Wasser nach hinten gelaufen, wo die ganze Technik ist. Ich will mir das gar nicht ausmalen. Ja. Also laut dem Supersense sind so ungefähr 7 Liter rausgelaufen in der Zeit. Also ja, aber da war einfach schon die Stimmung, also ich sag mal, da war, Udo war richtig, also Udo ist, der hat eine ich sehr nach Hause lange fahren. Reißleine, muss man sagen. Also ich bin ja auch nicht immer ohne, der hat eine sehr, sehr lange Reißleine. Aber der war echt richtig geladen. So, dann ja. Fing der Hund an zu quietschen, der musste ja auch noch irgendwie was essen. Und irgendwie so, ich habe nur gedacht, boah, nee, eigentlich würdest du auch nach Hause fahren. Ja. Aber irgendwie, boah, nee, da muss jetzt irgendwie eine Lösung geben. Ja, also erstmal die Pumpe hat er dann ja schon abgestellt. Und dann war quasi unsere nächste Mission oder deine nächste Mission da irgendwie diese ja, Sicherung. Mussten, wir mussten ja gucken, also ich habe die Pumpe generell abgestellt, aber wir mussten ja halt Wasser an den Hähnen haben und so weiter. Sonst hätte das Ganze ja noch weniger Sinn gemacht. Ja. Und dann habe ich halt den Drücker erstmal rausgenommen und diesen Chip, quasi das Kabel rausgenommen, also aus der Platine, dass die halt nicht mehr am Strom hängt, die Pumpe unten oder dieses Magnetventil, was da unten drin ist. Und ja, wir haben dann die Toilette übers Wochenende einfach so benutzt, dass wir halt dann Wasser aus dem Hahn genommen haben, einen Becher und damit einfach dann gespült haben. Mhm. Das ging halt ganz gut und dadurch konnten wir dann auch die anderen Hähne benutzen. War auch noch ganz cool, war jetzt speziell von dem Platz da an der Schanze, weil ich sag mal, wären wir jetzt auf einem stinknormalen Parkplatz gewesen, wäre auch vielleicht nochmal was anderes gewesen. Natürlich ist es ein bisschen Wasser auch durch die durch diesen Riegler. Unten. Ja, ich habe das ja aufgemacht, damit da Wasser ja, raus. Genau, ja, genau, da ist natürlich auch Wasser durchgelaufen. Somit war unsere Toilette schon fast voll. Pipi-Kassette eigentlich schon ultimo voll. Zum Glück ist sie ja nicht übergelaufen, das war ja auch noch unser Glück. Aber da halt öffentliche Toiletten waren und die halt auch permanent den ganzen Tag auf hatten, konnten wir dann halt zumindest unsere Chemie. Genau, hatte uns da der Platzwart auch extra gesagt. Also genau. Wir durften das Behindertenklo dann benutzen dafür. Das war dann schon mal Glück im Unglück. Genau. Ja, dafür hatten wir dann auch die nächsten Tage eine schöne Schlinderbahn vor der Tür, weil da ja das Wasser hingelaufen ist. Mhm. Aber das war ja noch das geringste Problem. Aber was ist jetzt wirklich passiert, damit ihr da den Fehler nicht auch macht? Wir haben ja hier so einen Wärmetauscher vorne im Winterpaket. Hat wahrscheinlich nicht jeder, aber falls ihr so ein Ding habt. Wir haben damit dann den Aufbau geheizt während der Fahrt. Einfach von der Motorwärme passiert das dann. Und ich habe dann die Heizung natürlich ausgestellt, weil wir die ja nicht brauchen. Vermeintlich. Und in Willingen war es aber so kalt, dieses Magnetventil von der Toilette sitzt halt ja da, wo die Kassette auch ungefähr ist, also nah an der Außenwand. Wir sind halt 3 Stunden durch die Gegend geguckt, oh, bei ja, minus 5 Grad. Ungefähr, ja. Und dadurch ist das halt wohl einfach eingefroren. Beziehungsweise dann, als wir da standen, da lief dann auch die Heizung noch nicht, weil, wie gesagt, wir sind ja erstmal einfach nur schnell ausgestiegen, weil wir nicht wussten, wo wir jetzt parken können und so weiter, hatten die Heizung noch nicht angemacht. Und dadurch ist auch nicht die ganze Heizungsluft durch den Unterboden. Ne? Wir haben ja so einen Doppelboden drin, wo dann eigentlich auch, ja, das Fahrzeug gilt ja als winterfest und dementsprechend sollte da eigentlich auch nichts zufrieren. Ist dann aber halt natürlich passiert, weil wir nur hier diesen Wärmetauscher genutzt haben. Ne? Also, wenn ihr fahrt mit Wohnmobil im Winter, sowas habt, immer die Heizung trotzdem mitlaufen lassen, zumindest so, dass nichts einfriert. Und ganz wichtig, macht immer die Pumpe aus. Also kann euch ja immer mal irgendwie passieren. Ja. Kann ja auch einfach einen Schlauch abreißen oder so. Ne? Dann Pumpe pumpt die, ausmachen. Sobald irgendwo halt Wasser, also kein Druck mehr da ist, pumpt die nach. Und dementsprechend macht die Pumpe am besten immer aus, wenn ihr nicht am Fahrzeug seid. Ja. Und du hast das jetzt auch getestet im Nachhinein. Jetzt ist ja hier wieder alles bei uns warm. Heute waren 10 Grad, ich glaube gestern auch schon. Ja, ja, läuft da jetzt wieder das ganz Ding normal. Wieder eingebaut. Hätte auch da schon funktioniert, klar, weil dann beheizt war. Ja, aber haben wir natürlich nicht ausprobieren. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Platine irgendwie kaputt ist. Ja. Dass die einfach ein Dauersignal sendet, dass er jetzt spülen kann oder so. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja, dann war das aber eigentlich dann danach doch noch ein recht entspannter Abend, ne? Also so, man war irgendwie... Nee, das war kein entspannter Abend. Ja, danach dann. Nee. Da sind wir ins Bett gegangen um 9 Uhr. Ja, aber... Ja, falls ihr den Tipp hilfreich fandet oder uns einfach nach diesem chaotischen Trip ein bisschen aufmuntern wollt, dann wäre super, wenn ihr einfach mal den Daumen drückt. Das würde uns helfen, dass unsere Videos auch neuen Zuschauern zum Beispiel angezeigt werden. Und ja, ist für euch komplett kostenlos und würde uns halt mega freuen. Genau, Dankeschön. Der nächste Punkt ist jetzt kein generelles Problem und ja, habe ich auch nicht so wirklich einen Tipp, außer speziell jetzt in Willingen vielleicht. Und zwar war es dann so, nach der Nacht oder nach dem Abend hatten wir ja eh den Pub auf und sind dann schon um 9 oder 9:30, glaube ich, ins Bett gegangen, weil wir auch nichts mehr sehen wollten. Und ja, dann fing halt morgens um 5 die etwas übermotivierten Helfer an, die Schanze zu präparieren. Wir hatten ja gerade schon, hatten wir gesagt, in 2 Wochen ist Skispringen in Willingen und da stand
stand auch schon die ganze Tribüne und so. Ja, und die waren dann da halt die Schanze am Präparieren morgens um 5. Und das bedeutete, ab 5 Uhr war halt wirklich die Raupe am Dauerpiepen, ne? So als wenn die rückwärts fährt. Ich glaube, die piepen einfach, wenn die an diesem Seil hängen, auch durchgehend. Ja, und weil das da so steil ist, hängen die halt an den Seilen. Direkt neben, ne? Ja, wir standen direkt daneben. Und irgendwo da auch noch daneben war irgend so ein anderer Typ noch mit der Kettensäge die ganze Zeit am werkeln. Also das war dann quasi ab 5 Uhr war Tag, war jetzt nicht ganz so erholsam. Und ja, wie gesagt, also in Willingen schaut auf jeden Fall, wenn ihr da im Winter hin wollt, dass ihr vielleicht nicht an der Schanze steht, sondern vielleicht an einem von den anderen Plätzen, den ihr bekommt mit dem ersten Tipp vielleicht. Ja, ansonsten hatte ich natürlich auch noch einen kleinen Tipp generell, wenn ihr so ein bisschen geräuschempfindlich seid. Also ich bin's halt, Udo ja eigentlich nicht, aber die Geräusche waren jetzt ja, nicht zu überhören. Da hört es dann bei mir auch auf. Ich weiß nicht, 1-2 Euro die guten Europacks. Also ich habe die immer dabei und ich habe auch immer noch einen Notfall-Europack. Also ich habe meine normalen Europacks und noch extra Europacks. Die mal über die Europacks mal. Die mal, da kann ja mal einer verloren gehen oder so. Also ich habe die immer dabei und ich nutze die auch immer. Also bestes Beispiel auch hier so Messe CMT. Stuttgart. Nee. Doch, ist doch Messe Stuttgart. Ach, CMT, nicht CMT. Ach, Karawansalon mit dem Flugplatz. Mit dem Fluglärm. So, moin zusammen vom zweiten Tag P1 Caravansalon, wie man offensichtlich Flugzeug hört. Also eigentlich benutzt Christina die immer. Ganz, ganz oft auf jeden Fall. Ne? Also haben wir doch noch einen kleinen Tipp dafür. Europax, kauft euch die, die kosten nichts. Abgesehen davon, dass wir dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch noch mal recht wenig Schlaf hatten, weil es extrem stürmisch war. Also das ganze Wohnmobil hat es durchgerüttelt, obwohl wir auf den Hubstützen standen. Und Wohnhilde wurde auch irgendwie von so einem Flatterband ausgepeitscht, was die ganze Zeit hinten gegens Heck gebollert hat. Ja, also war ein bisschen nervig. Ja, Europax, aber also das Schütteln, da hilft das auch nichts. Nee. Hatten wir dann aber eigentlich doch noch auch 2 schöne Tage in Willingen. Also, ja, ne? Wir hatten halt, wie sagt man, so bestes Kaiserwetter. Ne? Hatte ja wirklich die Woche davor halt geschneit. Also teilweise die Wege waren auch noch nicht geräumt. Also am Samstag zumindest waren viele Wege noch ungeräumt. Also wirklich super schön beschneit. Der Schnee hat geglitzert, die Sonne hat geschienen. War natürlich trotzdem knackig kalt. Und es war auch schon ein bisschen windig, aber wie gesagt, da kann man sich ja gegen anziehen. Wir haben eine schöne Route rausgesucht, findet ihr wie immer auch bei Komoot. Einmal Richtung Ettelsberg oder Ettelsbergbahn. Ja, die Seilbahn, also oben die Station. Genau, sind auch noch hier dann bei Sigis Hütte natürlich vorbei. Klar. Udo hat sich dann natürlich noch eine Bratwurst geholt. Bratwurst! Aber das war dann auch, ne? Mit dem Hund ist das halt natürlich auch mal so eine Sache bei so Menschenmengen und dann gerade so Besowskis, die passen ja dann halt auch nicht unbedingt auf. Ja, da war auch ein Riesenaufkommen, ne? An Skifahren. Also aber trotzdem ist das natürlich interessant, kann man sich das angucken und man hat ja auch eine schöne Aussicht halt von da ganz oben. Wir hatten den Schlitten dann mit und hatten uns dann überlegt, dass wir, da ist so eine Strecke quasi rechts von der Mountainbike, von der Downhill-Strecke. Downhill-Strecke, die ist halt so moderat. Also die sind wir auch selber schon mal mit den Mountainbikes runtergefahren. Die könnte man ja auch gut mit dem Schlitten fahren, hatten wir dann uns überlegt. Kommt man auch direkt quasi an der Schanze unten wieder an. War dann aber auch nicht so erfolgreich. Ist jetzt auch nochmal wieder ein kleiner Fail. Wie gesagt, es war halt einfach überlaufen und die ganzen Leute sind natürlich den gleichen Weg gelaufen, den wir auch runterlaufen wollten. Wir haben halt zweimal den gleichen Fehler bei den Wanderungen gemacht. Wir sind immer falsch rumgelaufen. Also wir hätten, also da, wo wir hochgelaufen sind, war niemand. Da hätte man super mit dem Schlitten auch runterfahren können. Ja. Und, na, aber ja, gut. Also zieht sich irgendwie so ein, durch, wie so ein roter Faden durch unser Wochenende. Aber war ja trotzdem schön, ne? Dann ist man so kleine Passagen dann doch irgendwie mit dem Schlitten gefahren und irgendwie hat versucht, die Leute dann so ein bisschen umzukegeln, war eigentlich ganz lustig. Ja, ja. Dann sind wir ja noch am anderen Tag sind wir ja dann quasi noch hoch zum Skywalk gelaufen. Also da ist jetzt ja neu dieser Hängebrücke. Überdimensional große Hängebrücke. Kenne ich jetzt zum Beispiel auch aus Süddeutschland, hier Reute die Ecke. Da waren wir auch schon mal auf dieser Hängebrücke. Die kostet 11 Euro Eintritt. Finde ich recht happig, muss ich sagen. Und Hunde sind halt verboten. Deswegen waren wir wirklich nur oben an der Hängebrücke, aber sind nicht drüber gelaufen. Der Stellplatz ist auch direkt unter der Brücke. Also ist auch ganz cool, wenn man abends dann... Wir hatten die lief hier direkt so durchs Fenster. Ist auch nachts beleuchtet. Also ist auch ganz cool, sich dort mal so anzugehen. Auf jeden Fall als Tipp, wenn jetzt vielleicht nicht gerade Skispringen ist und so weiter. Also fahrt auf jeden Fall mal zu dem Stellplatz.
Können wir auch noch mal eben kurz sagen, was der Stellplatz gekostet hat? Ja, 15 Euro haben wir bezahlt pro Nacht für zwei Personen. Ja, wie gesagt, die Toiletten hätte man jetzt mitnutzen können. Strom gab es da auch? Strom, da, ja, hat er uns gefragt, ob wir welchen brauchen. Habe jetzt aber nicht gefragt. Auch wohl duschen. Also habe ich zumindest gelesen. Also eigentlich ganz gute Ausstattung. Na gut, aber wäre natürlich auch viel zu schön gewesen, wenn jetzt dann bis zu unserer Abfahrt, oder ja, bis zur Abfahrt ist ja auch nichts mehr passiert, aber da bahnte sich dann noch das nächste Drama an. Aber bevor wir das erzählen, nochmal ein ganz kurzer Hinweis auf unseren heutigen Videosponsor. Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Videosponsor, die Sturmleine vom Gurtshop. Vielleicht kennt ihr diese innovative Sturmleine ja schon aus unserem Video fünfmal besser als andere Sturmleinen. Falls nicht, verlinke ich euch das auch nochmal am Ende von diesem Video. Hier schon mal die fünf Innovationen kurz im Überblick. Die Multiaufnahme am Ende der Leine ist für sämtliche Heringe geeignet und die ganze Sturmleine damit bis 120 Kilogramm belastbar. Die integrierte Feder zieht bereits ab 500 Gramm und rödelt euch so nicht den Hering aus dem Boden. Das Material der Sturmleine ist aus Polyester, nicht wie bei den üblichen Sturmbändern aus Polypropylen, und dadurch ist es deutlich UV-beständiger. Der Clip mit Notentriegelung lässt sich auch unter Volllast lösen, wenn es mal wirklich schnell gehen muss. Und die Aufnahme an der Markise geschieht einfach über die Kederleiste oder über eine Zeltstange, wenn man jetzt vielleicht auch ein Sonnensegel damit abspannen möchte. Und somit ist die Sturmleine auch für sämtliche Systeme geeignet. Falls ihr euch die Sturmleine jetzt sichern wollt, dann findet ihr den Link zum Shop hier als QR-Code oder auch unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code Waldhelden könnt ihr zusätzlich 5% sparen und wir legen euch auch noch ein kleines Gimmick in den Karton. Wir wünschen euch viel Spaß mit eurer eigenen Sturmleine und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Video. Ja, und das nächste Problem tauchte dann auch direkt auf, als wir von unserer Skyline-Wanderung zurück waren. Wir haben uns fertig gemacht, wollten dann nach Hause fahren. Hubstützen runtergefahren, Handbremse los und losgerollt. Ja, gedacht. So, die Handbremse hinten links ist fest, hinten rechts war es auf. Jetzt haben wir gerade schon freigeklopft. Ich habe mit Marc ein bisschen telefoniert. Jetzt legen wir uns hier auch nochmal drunter und klopfen die Leitung lang. Gucken, dass sie wieder frei wird, sonst ein bisschen föhnen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir hier mal wegkommen. Also dieses Wochenende ist hier echt Pleiten, Pech und Pfand. Zum Glück habe ich einen guten Werkstattschlitten dabei und kann hier schön unter das Auto rollen. Man muss doch ja immer das Positive sehen. So, weiter geht's. Gucken, ob wir hier die Leitung finden und freiklopfen. Christina macht drin die Handbremse mal ein bisschen hoch runter, dann gucken wir, dass wir die lösen können. Die ganzen wintererprobten süddeutschen Follower von Instagram, die haben auch schon feste geschimpft, warum wir denn überhaupt die Handbremse anziehen würden. Und da muss ich einfach jetzt mal sagen, das ist hier Gewohnheit so für mich, weil wir haben hier bei uns einfach keinen Winter. Also bei uns ist noch nie eine Handbremse irgendwie festgefroren. Und es war ja auch so, dass wir an dem Platz, wo wir da angekommen sind, wir wollten da ja gar nicht stehen, wir wollten ja danach uns da hinstellen, wo wir hätten hingedurft. Also erstmal auf den Parkplatz, aus Gewohnheit Handbremse gezogen, ja, dann in dieses Restaurant rein und nachdem der dann gesagt hatte, wir können da stehen bleiben, auch nur noch die Hubstützen hochgefahren. Mhm. Na, also mit Hub drüber nachgedacht einfach, muss man ja. Also mit Hubstützen ist ja sowieso dämlich, eine Handbremse anzuziehen. Also A, bringt sie nichts und B, soll man das eh nicht machen, damit, ne, wenn die hochfahren, dass da irgendwie nichts, also dass da Spiel ist in den Rädern. Ja, war aber halt so, ne? Und dann war halt die Handbremse eingefroren, also hinten die Seile. Und ich habe dann ja zum Glück den Marc erreichen können von der Camperklinik, weil ich jetzt auch auf dem, ja, also ich hätte auf jeden Fall erstmal lange suchen müssen, bevor ich jetzt gewusst hätte, wo ich da wie was machen muss, kann. Dann, oder überhaupt, was ich machen kann, damit nichts kaputt geht. Ne? Ich habe dann auch noch parallel so ein bisschen gegoogelt, was da halt überall so stand, aber da stand halt auch, da kann man viel falsch machen, oh, die Handbremse kann abreißen. Na, wenn man jetzt so ein bisschen einfach hin und her ruckelt, ja, oder so, ne, ob die sich löst. Kann man da halt bearbeiten, aber ja, wo fängt man an zu föhnen, wo hört man auf? Oder also haben wir gedacht, komm, wir versuchen mal unser Glück. Ja. Und dann ist der Marc ja auch zum Glück rangegangen. Also nochmal danke. Vielen Dank für den Remote-Service. Deppen-Support, also ja, für uns Deppen. Weil, für die Nordlichter. Ja, auf jeden Fall hat der mich dann so ein bisschen geguided. Ich habe dann hier so ein Videocall gemacht per WhatsApp und konnte überall gucken und ich musste dann hämmern an den Seilen, damit die wieder losging. Und dann, nachdem man dann wusste, wie es geht, waren wir dann auch relativ schnell wieder dabei. Ne? Ich sag mal so mit allem 30 Minuten oder so. 40 waren dann schon, glaube ich. Aber ja, musste auch erstmal raus. Zum Glück hatten wir den Schlitten dabei, ja, und die Hubstützen, weil dann konnte ich halt
den Hintern ein bisschen hochfahren von Brunhilde. Eigene Werkstatt. Auf den, genau, auf den Schlitten legen, schön drunter rollen, wie in so einer Profi-Werkstatt. Also das war dann natürlich noch zum Vorteil. Wenn man das jetzt nicht gehabt hätte, hätte man wahrscheinlich auch ausgesehen wie die Sau. Da ist dabei, das ist natürlich auch nochmal viel wert. Ja, gut, so ein bisschen gewesen. Grundausstattung also, sollte man ja immer dabei haben. Und die Bremsbacken waren da auch noch irgendwie festgefroren, oder? Nee, die waren nicht fest. Also da waren die Seile halt und ne, dann konnte man auch die Räder nicht drehen. Und ja, nachdem dann die Seile freigeklopft waren, ging es dann auch wieder. Ja, und dann haben wir uns auch mal flugs aus dem Staub gemacht da. Scheint erfolgreich gewesen zu sein. Rad dreht wieder. Dann wollen wir unser Glück versuchen. Vielen Dank auf jeden Fall mal wieder an den Marc für die schnelle Soforthilfe hier am Sonntagnachmittag. Oh, aber das reicht jetzt aber auch an Pannen, glaube ich, für das ganze Jahr dann schon. Also, als kleiner Tipp, zieht auf jeden Fall nicht die Handbremse an. Legt einen Gang ein, wenn ihr wirklich irgendwo seid und es ist arschkalt. Packt da hier diese Wegfahrkeile drunter, wenn ihr solche habt, oder besorgt euch die im Vorfeld. Gang rein, aber auf gar keinen Fall zieht nicht die Handbremse. Ja, weil die kann euch halt einfrieren und im schlimmsten Fall müsst ihr da bleiben. Oder müsst da bleiben. Oder genau. Sonst ruft er den Marc an, der hilft euch. Naja, macht er bloß nicht, dann kriege ich Ärger. Ja, bist du froh, wieder hier zu sein, Udo? Weiß ich nicht, aber kannst du dir auf jeden Fall nicht ausdenken, so ein Wochenende. Also so viel Pech auf einmal. Ich meine, man kann in Summe sagen, dass wir trotzdem zwei schöne Tage in Willingen hatten, aber so viel Pech hatten wir auf jeden Fall noch auf keiner Wohnmobiltour. Und ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, was euch schon so an Missgeschicken auf Touren passiert ist. Ob das jetzt bei uns irgendwie Pillepalle war so im Nachhinein oder ja, ob es euch da ähnlich geht, keine Ahnung. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, sind wir auf jeden Fall auf eure Pleiten, Pech und Pannen gespannt. Ja, und wenn ihr jetzt aber sehen wollt, wie schön und entspannt man auch bei Schnee in Winterberg campen kann, dann schaut euch dieses Video hier an und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Du siehst aus wie unsere Decke. Ja, stimmt auch so. Schön. Hast du gedacht, dann erkennt man dich nicht, wenn du dich hier mit der Decke einlegst, oder? Ja.